Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zurück zu Ghost Recon Wildlands. Das Beste, was Amerika zu bieten hat, macht heute Urlaub. Silent Spade. Oh. Die Mission, die schon vor längerem rausgekommen ist, aber wir machen sie halt erst jetzt, weil wir machen sie halt. Weil wir können es uns erlauben, ja. Ups. Was machst du für einer? Da rechts sind noch zwei Bikes. Ich will doch bei dir mitfahren. Ich will doch kuscheln. Okay. Kannst auf den Lenker sitzen. Wie jetzt wie E.T. Auf den Lenker. Oh! Wie E.T. Naja, wie E.T. Dann heben wir auch ab, so. Bist ungefähr nicht genauso hübsch. Ja. Oh, aber mein Finger leuchtet nicht. Das ist halt das Blöde dran, ja. Ja, genauso hübsch. Was lachst du jetzt? E.T. ist so ein hübscher Kerl. Aber echt, Mann. Also ich finde von seiner Rasse. Ist er der hübscheste. Nee, ich finde Alf ist hübscher als er. Alf ist doch nicht dieselbe Rasse. Sind Cousins? Alf hat ja jetzt ähnlich kein mit Mathieu. Das stimmt. Ich bin genauso haarig auch. Du meinst nicht. Und er isst Katzen, ne? Ja, er isst Katzen. Okay, das stimmt. Ja, okay. Was? Ich esse keine Katzen. Das ist doch ekelhaft. Der kommt vom Planeten Melmark. Hast du mal eine Katze probiert? Ich finde, es schmeckt überhaupt nicht. Der Simon ist eher so Nummer 5 lebend. Du musst sie auch nicht essen, du musst die auspressen. Wasser. Das ist noch schlimmer. Wir sind hier nicht in deinem Katzenunternehmen, ja? Katzen presst man nicht aus. Doch! Nee, Katzen. Doch! Es gibt doch kein Land, wo Katzen ist, oder? Hunde werden gegessen. Alf hat die Katzen ausgepresst, er brauchte das. Um vom Melmark-Schluck auf geheilt zu werden. Ach so. Er hat aber nie eine Katze gegessen, oder? Nee. Anständig geblieben, der Gute. Ich weiß gar nicht, wie geht Alf eigentlich aus? Kehrt er nach Hause zurück in der letzten Folge? Ja, ja. Ist das jetzt ein Spoiler? Ich dachte, Alf hat nie offiziell geendet. Ja, eben. Ich war doch. Das war eine dieser Serien, die halt nie ein richtiges Ende hatten, weil Geld ausging. Nee, da geht nicht zurück, oder? Doch, er wird doch dann irgendwie aufgegriffen. Nee, er wird da aufgegriffen von der Polizei, glaube ich sogar. Nein. Oder? Er wird, Was für eine Diskussion. Ich glaube, er kriegt irgendwie er repariert das Funkgerät, glaube ich, und kriegt einen Funkspruch von einem ehemaligen Kumpel von ihm rein. Der fliegt dann zur Erde und holt ihn ab und dann verabschiedet er sich. Und du hast das Raumschiff wegfliegen und geht die Tür auf und er ist doch da geblieben. Also ich habe gerade mal bei Google eingegeben, wie endet Alf, und da kommt als zweite Suche die 9 enttäuschendsten Serien enden. Also so gut kann es schon mal nicht gewesen sein. Okay. Und dann habe ich hier nochmal, wie endet eigentlich Alf? Wie endet die Serie Alf nun also? Das Ende wurde relativ offen gestaltet. Beim Versuch, sich von einem Raumschiff abholen zu lassen, wird Alf von den US-amerikanischen Behörden entdeckt. Ihm droht möglicherweise ein Leben in den Forschungszentren von Wissenschaftlern. Ja, und dann kommt noch so ein bisschen was, aber das ist so. Es gab aber auch einen Film von ihm, wo er eben als in einem Forschungsinstitut ist. Alter, ja, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Könnt ihr mit ihm reden? Ich kann nicht mit ihm reden. Wahrscheinlich, weil Fabian gerade rumgeschossen hat. Nö, ich kann nicht mit ihm reden. Nö. Gut. Nomad. Lange nicht gesehen, Boss. Ich hoffe, Bolivien bekommt ihn. Es hält uns auf Trab. Solange Sie noch im Dienst sind, wir haben ein neues Problem, bei dem Sie uns helfen könnten. Welches? In Bolivien gibt's wohl noch mehr als nur waffenfähiges Kokain. Oh, es gibt waffenfähiges Uran. Uran. Ja! All den Pflanzen entdeckt und begonnen, es zu fördern. Scheiße. Es kommt noch schlimmer. Wir haben Informationen, dass russische Ultranationalisten. Ja, klar, dabei die Russen. Helfen, natürlich. Teil abbewahren. Ich bin nur auf die Nordkoreaner. Sicher? Wir haben einen Ghost vor Ort, einen aufgeweckten Jungen, der die Unidad als russische. Und die Deutschen, die rechts sind. Hat. Ja, schon. Codename. Da werden alle Klischees erfüllt. Argentinien ist ja nicht so weit weg. Die Unidad schickt bald Uranproben an Russland. Vielleicht ist das jetzt. Die müssen wir abfangen. Kommen gleich die VW-Werke mit dabei. Er führt sie durch den Einsatz. Vielleicht ist das ja dann die Story beim nächsten Tag. Alter, Rampy, was ist denn bei dir verkehrt? Du läufst ja völlig amok. Der ist gestört, der Kerl, ich sag's doch. Hatte den neuen PC, ist auf der PC läuft schneller, sondern der Mann dreht auch ab. Ich muss nicht einsteigen wollen. Die Kinder haben 30 alle Reifen abgeschossen. Als er nur 15 FPS hatte, sobald der Tag angenehmer ist, kommt das von allein. Wir bringen die Band wieder zusammen. Ja, Sammelpunkt erreichen. Ja, da können wir fahren, aber unsere Gefährte sind ja jetzt hier ziemlich kaputt gefahren worden. Egal, probieren wir es einfach mal damit. Nein, lass es! Du Elender! Ja, komm, steig jetzt ein. Nicht ballern, einsteigen. Ich muss aber auf den Ballern, ey. Ja,
Neues Fahrzeug, das hatten wir noch nicht. Das ist nämlich der GT 200 Offroad. Oh, okay. Hab ich gehört. Aber was hat man vorhin gesagt, nicht ballern? Also. Ja, weißt du, wir müssen die Folge künstlich die Länge ziehen. Ey! Und da hat er einen Reifen verloren. Ey! Da hat einen Reifen verloren! Tschüss, Martin. Ja. Wie steigt man wieder ein? Auf X. Ups. Ja, der ist falsch abgebogen, hatte ich nichts für. Der hat Vorfahrt genommen, selber schon. Aber ich, ey. Der kennt wohl die Leute links vor rechts weg nicht. Oh, Scheiße, ein Vogel. Ein Vogel. Ja, wie komme ich hier hoch? Was? Weiß nicht. Vielleicht spät. Oh! Ich gefährde doch die Operation nicht wegen meines neuen Kundenamens. Wenn Sie ihn nicht mögen, klären Sie das mit Griffin. Oh, drüber geflogen. Alles klar. Alter Mann. Wer ist ein kleiner Bruder? Wir haben einen engen Zeitplan. Wie ist die Lage? Wir haben den Ort. Mensch, ist das Spade? Nee, das ist auch der Operationsname. Ach so, stimmt. Welche Begrüßung erwartet uns? Ich säubere die Landezone für euch. Mehr kann ich nicht. Oh nein. Es wird aber erklärt. Gehen oder rennen Sie auf die Kante einer Klippe zu und drücken Sie Leertaste. Halten Sie S gedrückt, gebraucht, um langsamer zu werden. Und nee, okay, das ist es. Griffin wirkt für ihn. Das geht, klappt eh nicht. Komm, Fabian, du musst zuerst. Manchmal muss man einfach. Du hast nicht Geronimo gerufen, das funktioniert nicht. Geronimo! Geronimo! Oh, das war eng. Alter, ich bin tot. Das war so klar. Und hopp. Das ist jedes Mal so bei dieser scheiß Base-Jump-Scheiße. Boah, ich das bin aber auch ziemlich knapp drüber weggeflogen. Bin auch gestorben. Ey, das war so klar, dass das nicht klappt. Das klappt nie. Das ist so eine Kacke. Aufgeplatzt. Ja, und jetzt? Konto abspringen, ohne deckt zu werden. Oh, so weit fliege ich nicht. Ja, jetzt fahren wir halt dahin. Komm, auf geht's. Fabian landet da drin. Jo. Yes. Wir sind drin. Ich bin total schnell ab und runter geflogen. Oh, ja, Alter. Ich bin auch richtig runtergeklatscht. Ach komm, kannst du ja auch hinfahren, oder? Muss man da nicht hinfliegen, oder? Sind alle tot hier drin. Will Little Brother reden, ohne entdeckt zu werden. Ja, der Claire hat doch gemeint. Oh. Der macht die Gott. Ist nicht so die Offroad Edition hier, glaube ich. Gerade mal 10 Sekunden gefahren sieht die Karre aus wie unter aller Sau. Ja, gut, es liegt aber auch am Spiel hier, ne? Ja, das Schadensmodell ist total übertrieben. Wahrscheinlich kommen wir jetzt halt da nicht rein, ne? Ihr müsst doch, es gibt eine Tür, die ist offen. Ihr müsst nur da rein, wo ich auch rein bin. Also fahrt einfach da, wo wir sind, und da ist ein Tor. Ja, ich sehe es schon, ja. Und passt aber, also es stehen noch ein paar rum. Ein paar Wachen, ja, dann mal Drohne an Start. Ja, nee, die sind markiert. Ihr müsst nur halt gucken, dass die euch nicht sehen. Okay, ja. Aber ich weiß nicht, ob alle markiert sind, also. Aufpasst. Ja. Die Drohne ist hin. Wir haben einen Jammer. Hallo, kleiner Bruder. Schön, dass ihr es geschafft habt. Wir kennen unseren Job. Mittlerweile hat die Unidad die Ladung im Hubschrauber und wartet nur noch darauf, sie von hier wegzuschaffen. Warum haben sie sich den Vogel nicht einfach geschnappt? So einfach ist das nicht. Die schreiben hier Sicherheit groß. Das Cockpit ist abgeriegelt und nur der Pilot kennt den Code. Also schnappen wir ihn mit seinen Code. Warum sind wir nochmal hier? Das hätte unser Heilsporn doch allein regeln können. Der Code ändert sich täglich. Woher sollte ich wissen, wann ihr Relikte hier auftaucht? Mit dem Code hätten sie jederzeit rausfliegen können, Kleiner, oder? Nun, nicht jeder weiß, wie man so ein Ding fliegt. Scheiße. Ja, das kenne ich. Das sind da die typischen Sparmaßnahmen, weißt du? Die Jungen werden einfach nicht mehr richtig ausgebildet. Die was, die? Die Jungen. Wow. Was zur Hölle ist das? Hast du ihn verstanden? Ohne entdeckt zu werden, Leute. Alter, wie sieht der aus? Reaktive Tarnung. Alter. Das ist ein Prototyp von Skelltech. Oh. Ich soll ihn im Einsatz ausprobieren. Cool, ich will das auch. Ich mich auch für einen vor. Irgendwann vielleicht. Das was ist ja. Nur weil die nichts können, kriegen sie den besseren Ausrüstung. Alter. Warte, wenn wir ihn schubsen, vielleicht wird er dann sichtbar. Schon. Ja, gut, aber wir müssen. Hey, ich will das auch. Gib mir einen Anzug. Komm, wir killen ihn. Genau, wir nehmen ihn. Ziehen ihn, aus. Loot. Und machen wir ihn nackig. Strickt jeder so ein Stückchen und ist jeder so ein Viertel bedeckt. Ich nehme den Kopf. So, ich glaube jetzt aber nicht, dass alles markiert ist, oder? Ne, da ist nämlich einer. Vorsicht! Jo, direkt die Tonne umschmeißen. Da schmeißt jemand. Easy. Da hat er vielleicht Familie. Also, warte, ich guck nach. Nein, hat er nicht. Nein, er war noch Jungfrau, kann er gar nicht haben, alles klar. Er ist kastriert. Ja. Ja, das heißt ja nichts. Du kannst ja Familie gründen und dich dann kastrieren lassen.
Deep Shit. Ja, ja. Aber da stehen auch wieder einer? Zwei. Davon ist einer. Ach, was denn? Genau der. Oh, ficken. Können wir den nehmen? Ich glaube nicht, oder? Und nicht, dass hinten dran auch noch einer steht. Ich guck mal, ob hinten dran einer steht. Mama, ich kann hier hoch. Vielleicht kann ich dann gucken, ob da hinten dran noch was ist. Ah, oh, die Drohne ist gestört. Nee. Die Drohne funktioniert nicht. Sie wird gestört. Könnte man killen. Nee, kann ich nicht, weil da nochmal eine Mauer ist. Mach ihn weg, Simon. Ist das ein Luftabwehrsystem? Sauber. Drin ist irgendwas. Hatte der Familie? Nee, das war der Bruder von dem anderen. Die hatten beide geschworen, keine Familie zu haben. Okay, traurig. Warte, shit, das hat er Familie. Ja, jetzt haben sie keine mehr, gut. Es geht nur um Kinder. Ich musste nur mal nur den Job voll. Da drüben ist einer? Erledigen, ja. Ich glaube, es ist ein Snipe. Mit ihm sind es 10. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Achso, in dem Gebiet finden. Müssen wir. Boah. Okay. Das ist echt krass, gell? Das kann ja alles hier überall sein. Das ist der Schwager von den beiden. Ich glaube, der muss auch weg. Gefahrenverzug. Da vorne ist ein Panzerfahrzeug. Ja. Ich glaube, den kann man wegnehmen. Nee, weil er da vorne läuft, dann könnte es sehen. Da ist der Pilot. Wo? Wow. Ja, das, ja. Dann kann man wegnehmen. Mach du, Simon. Mitten im Nirgendwo. Ich nehme den Scharfschützen weg. Ich meine dir. Weiß nicht, wo der Scharfschütze ist, aber. Ich mach ihn mal weg. Hab ihn. Und werde ich gleich verraten. nee, aber. Der guckt, warte, der guckt in unsere Richtung. Ich kann ihn sowieso nicht verhören, also muss jemand anders hin. Ja, ich gehe schon. Warte, die rechts kommen, die rechts auf der Straße, die kommen. Ja, ich gehe ja schon wieder zurück. Komm hier rein. Alter, wie viele das sind. Die dürfen auf keinen Fall. Oh Gott. Ja, die haben mich schon so leicht gesehen. Ich versuche mal ganz abzuhauen, dass sie nicht. Verdächtig sind wir jetzt. Ja, da liegt ja. Die werden jetzt auch hierher laufen, wenn die verdammt schiffen. Okay. Deswegen jetzt mal lieber zurückziehen ein bisschen. Oh, da kommen sie. Ja, Martin, Alter. Geh zurück. Ich kann ja nicht weg. Okay. Vier Stück. Ja, die können wir nicht. Die sind alle schwer gepanzert. Die gehen, glaube ich, wieder. Ja, die müssen wir einfach in Ruhe lassen. Ja. Bisschen Geduld. Ja. Ich versuch mal hier. Die kommen links am Gebäude vorbei. Ja. Ist vorne rum. Das heißt, ihr könnt jetzt umschleichen und dann wahrscheinlich in meine Richtung. Ich bin schon da bei dir. Wenn du den Eingang nicht blockieren würdest. Ja, ich muss doch gucken. Mann. Okay. Merci. Da ist einer, Vorsicht, da ist einer. Ja, den müssen wir holen. Bei mir ist der einer, direkt hier links. Markieren mal, kriegst du es hin? Ja. Okay, ich sehe ihn. Aber er läuft weiter. Ja. Kein Problem. Die Leiche war denen egal. Siehst du, ich konnte den killen. Niemand interessiert sich für den. Da ist der Pilot. Zum Glück sieht er aus wie ein Pilot. Wir wollen den Heli. Gib mir den Code. Sturiter! Ihr bist jetzt! Du bist der mieseste Ghost. Sie wurden entdeckt? What? Hä? Oh, Fabi. Hä? Ich? Fabi, weißt du immer dasselbe mit dir? Halt die Backen, ey. Ich weiß gar nicht. Ich nimm mir jetzt endlich mal ein bisschen ab, ey. Du bist einfach zu fett. Ja, aber warte, Moment. Heute ist es ja eigentlich der Martin, der so abtiert, ne? Ja. Nein, diesmal weiß nicht. Also ich war es. Ey, ganz ehrlich. Wir sind jetzt richtig gut durchgekommen. Die Vergangenheit hat euch auch doch bewiesen, dass es immer Fabi ist. Ist schon ein Argument. Nee, entweder gerade eben war es ja bunte vorher, ne? Ja, da muss ich jetzt aber Fabi in Schutz nehmen. Ja, nehme ich in Schutz. Ich wurde auch schon ein paar Mal entdeckt. Also dann war. Schön, dass ihr es geschafft habt. Aber also entweder die Leiche war. Der Pilot hat uns entdeckt. Mittlerweile hat die Unität ohne Witz, gell? Ja, wenn es nicht die Leiche war, hat uns der Pilot entdeckt. Ja. Nee, das war der Pilot. Weil der Balken vom Pilot war noch kurz, bevor ich ihn gepackt habe, voll. Das heißt, wir müssen uns auch beim Piloten so anschlagen. Also am besten nur ich rein und nicht ihr auch noch mit. Okay. Damit du nur du schuld bist und wir wissen, wer es war. Gut, genau. Dass wir das für ein für alle Mal geklärt haben. Wir wollen den Heli. Gib mir den Code. Sturiter! Peter, bist jetzt! Hoffentlich kannst du Englisch, oder wir haben ein Problem. Tschüss, genau vom Fenster, geh mal einen Schritt noch nach vorne. Ich verrate. Was haben wir jetzt? Ich spreche doch Russisch. Ich hätte ihn verhören können. Du hättest gar nicht grob werden müssen. Wir haben, was wir brauchen. Kümmern Sie sich um den Hubschrauber. Ah, Telepathie. Ich markiere euch den Bereich.
Der Helikopter steht. Ja, das sieht aus dem Hakenkreuz ein bisschen verändert. Bricht hier die Hölle los. Ohne Deck zu werden. Aber wir haben das Uran. Okay. Auf keinen Fall. Das wäre Wahnsinn. Uns gehen zu lassen wäre Wahnsinn. Die beseitigen lieber die Beweise, als unsere Ladung zu riskieren. Wie gehen wir am besten? Hier raus. Also gehen wir wieder zurück und... Nee, ist eine blöde Idee, oder? Wo ist denn der? Nee, wir gehen den einen anderen Weg, hätte ich gesagt. Ja, hab ich auch gesagt. Weg durchs Lager und dann... Wir könnten auch das Panzerfahrzeug nehmen, aber ich glaube... Oh, ja. Das war eng. Nee, wir müssen nicht entdeckt werden. Das... Der verfolgt dich, glaube ich, Simon. Feind am Boden. Da liegt ein Fußball. Achtung, der kommt noch immer in unsere Richtung. Ja, der... Komm mal weg, oder? Nee, der läuft weiter. Ja, gut. Aber die Zelte da rechts sind halt gefährlich, ne? Da kann halt überall einer... Der ist ins Haus rein, also jetzt... Hopp. Ja, wir müssen jetzt wieder aufpassen. Und nach oben, Sniper, aufpassen. Da oben, am Turm. Pass auf, Abi, links neben dir ist auf der Straße einer, wenn du das so einfach chillst. Sniper hat mich gerade entdeckt. Alles gut. Der da eine ist immer noch hinter uns, ne? Ja, der eine ist noch im Zelt jetzt oder im Gebäude. Wir können hier weiter, dann sieht er uns auf keinen Fall mehr. Dann darf er weiterleben und seine Familie beglücken. Drohne geht ja immer noch nicht, oder? Ne, wenn wir den Störsender nicht ausstellen, dann geht die nicht. Ne? Boah, hier ist halt super, da kann jetzt in jedem Zelt einer halt drin sitzen. Mhm. Jetzt fast auf der Straße da vorne entlang. Eigentlich auch, hätte ich gesagt. Hoch. Ja. Oh, Turm. Da vorne. Ja, da ist einer. Oh, was denn? Da ist noch einer. Direkt auf der Straße ist einer. Aber. Deck alles hin. Immer ins Gesicht. Da hinten steht der Heli. Da hinten ist 100 Brunnen Sniper wieder. Okay. Generatoren lahmlegen. Die Drohne fliegt. Diese Drohne funktioniert nicht. Wir werden gestört. Das sind einige. Sehr in Luftabwehr. Der Alarm ist jetzt aus. Oh, gut. Oh ja, das sind einige. Fuck, wieso steht der auf? Das war eng. Ey, ich wollte davor geduckt weiterlaufen, der stellt sich einfach hin und rennt los. Das wollte ich doch gar nicht, weil ich bin Feldstecher. Ja, was sollen wir jetzt? Wir sollen ja nur zum Helikopter kommen, oder? Nee, wir müssen nicht, dürfen nicht entdeckt werden, das heißt... Ja, aber halt... Wie markiert man nochmal jemanden? Auf Q. Auf, draufzählen einfach. Draufzählen auf Q dann. Nein, also das ist eine 1. 1, 2, 3, 4 meinst du mit Q. Ja, geil, falscher, falsches Anwendungsgerät. Also, dann hauen wir die im Sniper nach. Die zwei, die rechts gehen weg, also einer vom Heli und einer links neben dran, die müssen gleichzeitig weg. Ja, zwei kann ich gejagt. Machen. Eins kann ich machen. Zähl an, Matthias. 3, 2, 1, go. Der Tango ist hin. Habt mal die beiden rechts da noch im Blick? Ja. Ja, die laufen aber weg. Sind gejagt, die Leichen wurden wohl entdeckt. Ja, der Heli ist schon wieder außen. Ja. Ja, und jetzt Passagier fliegen, selber fliegen. Ja, stimmt, wir müssen damit weg. Jetzt werde ich entdeckt. Okay, rein mit dem Lichtstick, oder? Oh, ich werde auch entdeckt von die wo. Die zwei hinten, die zwei hinten. Rein mit euch. Ja, ist... geschlagen. Ja, gut. Ja, ich bin nicht drin, ne? Ja, wurde entdeckt spät. Ah, da waren noch irgendwo welche, die haben uns. Ja, die zwei hinten. Wir müssen alle wegmachen. Jemand, bist du schon weiter? Ja, ich bin auf der anderen Straßenseite. Ich geh auch mal rüber. Kann man den ausschalten? Ja. Auch die Flugabwehr kann man ausschalten. Einfach so mit Tastendruck oder wie? Nee, du musst den. Jetzt wird wahrscheinlich der Ding aus sein, oder? Ich pack die Drohne aus. Ja, Drohne, Einsatz weg. Sehr gut.
Aber wir haben das. Deckst du mal auf dann. Die schießen doch nicht auf uns, oder? Nee, wo ist denn. Die kann man nicht aufmachen, die. Auf keinen Fall. Das wäre Wahnsinn. Uns gehen zu lassen wäre Wahnsinn. Die beseitigen lieber die Beweise, als unsere Ladung zu riskieren. Flugabwehr lässt sich nicht deaktivieren. Oh, da haben wir einige. Da hinten ist noch der Generator, den können wir ausschalten. Kannst du den ausschalten, ohne den zu zerstören? Vorsicht, Feind hat Maschinenpistolen. Bestimmt, ja. Dann mach das mal. Beim Heli sind es okay. Nur noch die vier. Vier Stück, ja, die wir vorhin auch schon waren. Oben ist noch ein Sniper vielleicht. Warte, ich kann gucken. Welches oben? Da. Der Turm dahinter. Ich sehe jetzt gerade keinen auf jeden Fall von meiner Warte. Ne, da ist noch keiner drin. Na, dann ist gut. Aber die chillen alle um mich rum. Bewegen sich nicht. Da ist halt nicht so einfach, die Zeit gleich auszuschalten, ne? Traumisch aus. Zu viert könnten wir es versuchen, aber zu. Ja, markier mal alle. Simon, geht es? Oh, ist wieder da. Ja, sind alle markiert. Warte, ich weiß nicht, mit welcher Taste ich das mache. Puh. Markieren für euch. Okay. Den anderen 1, 2, kann 3. ich nicht markieren. Ah, ich glaube, der andere. Der. Alles klar, dann kümmere ich mich um den unmarkierten. Ich kann zwei machen. Ich kann eins machen oder drei. Warte, bist du da? Ja, warte, bist du da. Ja, aber kein Schuss fällt. Ja, ich auch nicht. Warte, ich muss noch außen rum. Gut. Also ich kann jeden übernehmen eigentlich. 1, 2 oder 3. Du hast den 4. Ja, den vierten machst ja du. Okay, ich hab vierten Schussfeld. Welchen soll ich dann nehmen? 2 oder wie? Nee, ich mach 2. 2 haben wir. Was machst du? Martin muss 3 oder 1 machen. Egal. Martin 3, Fabi 1. Ja, ganz okay, easy. Hab ich. Eingeloggt. Also, oh, warte. Ich werde entdeckt. Schießt. Nein! Muss anzählen. 3, 2, 1, Feuer. Erledigt. Ja, gut. Ja. Martin war, glaube ich, zu spät, oder? Nein, gut. Nee. Wir sind halt gerade aufgescheucht, kommen jetzt dahin und ab dafür. Komisch eh aus, eigentlich dürften uns nichts abschießen können. Warte, wer fliegt? Ich fliege. Ich. Oh oh. Der kann. Der kann. Der immer rausfliegt. Gute Idee. Ja, keine Ahnung, was los ist. Die Mission ist bei mir wieder auch nicht als Fortschritt. Hey, hier sind wir wieder, Jungs, übrigens, ne? Wir haben eben. Dass der Bunde ja den Schnitt nicht verpasst. Ne? Ja, sorry, ich hätte das natürlich alles vorher rausgeschnitten, ne? Du musst durch den Canyon fliegen. Ja, das kann ich. Wie setzt man sich nochmal um? Kann man sich auf die Taste nicht umsetzen? Nee, wir sind nicht bei Battlefield. Ach, das geht ja auch. Mit dem Mausrad. Sie sind nicht für diesen Sektor freigegeben. Ah ja, cool. Identifizieren Sie sich. Mist, die sind aber überall. Ist das zu früh für, habe ich doch gesagt? Sie müssen irgendwas antworten. Und was? Sag denen, wir liefern Pizza. Das ist nicht Hollywood, Schwachkopf. Unidentifiziertes Flugzeug, antworten Sie. Ja, antworte doch mal, Mann. Fabi. Wir liefern Pizza. Kann kein Russisch, tut mir leid. Ich auch gar nicht Russisch. Also jetzt braucht man einmal den Arnold. Aber echt, ey, muss man schon. Einmal Arnold Skills. Aber der versteht doch nur Russisch, hat er mal gemeint. Der kann es doch sagen können, was sie gesagt haben. Er kann es doch sprechen. Hä? Er hat doch verstanden, was sie gesagt haben. Weißt du das? Ich hab nur Russisch gehört. Hä? Haben die bei dir Russisch gesprochen? Aber nicht für Helis. Wie schwer kann das sein? Bei dir nicht? Griffin hat den richtigen ausgesucht. Seltsam. Die haben die Deutsch geredet. Die haben gesagt, unidentifiziertes so. Flugzeug. Bitte melden Sie sich. Ja, hätte ich jetzt auch vermutet. Unidentifiziertes Flugzeug. Antworten Sie oder wir schießen. Unidentifiziertes Flugzeug. Bitte antworten Sie oder wir schießen. Letzte Warnung. Da kommen sie. Wodka, Stalin. Echt? Bei dir? Habt ihr alle Russisch oder was? Nein. Wir haben die halbe Unidad gerufen. Verarscht mich, alles klar. Wir können auch nie mitspielen, weißt du das eigentlich? Es wird ungemütlich. Jemand noch an der anderen Gatling auf der anderen Seite? Er darf nicht zerstört werden. Außerdem wollen wir nicht halb Bolivien zerstören. Kann ich die nehmen, die andere Gatling? Rüberwechseln. Wie macht man das mit dem Reitchen? Muss man den drücken.
Maus. Ich kann nämlich von meiner Seite nicht schießen. Er macht den. Ihr müsst die Hubschrauber eliminieren. Ja, kann ich machen. Ich bin auf der falschen Seite. Ah, ich kann auch ballern. Ich hab nur keinen. Okay, der Mannflug. Flugzeug zerstört. Ja. 3, 2, 1, Feuer. Der ist Geschichte. Der passt. Also alle in Heli und auf geht's. Ich fliege. Alle drin? Gut. Hier wimmelt es überall von Luftabwehr, die euch vom Himmel holt. Jetzt habe ich auch ein Fadenkreuz. Vorher hatte ich nämlich gar kein Fadenkreuz. Mega buggy, der Scheiß. Ah, jetzt sitzt einer hinter mir, deshalb kann ich nicht reden. Ja, auch gerade von gewundert, warum es nicht geklappt hat, ja. Der ist so super unwendig, das Scheißding. Ja. Habe ich nicht Täuschkörper oder sowas? Da täuscht du dich, glaube ich. Sie sind nicht für diesen Sektor freigegeben. Mist, die sind überall. Das Gefühl habe ich doch gesagt. Wir müssen irgendwas antworten. Wow. Was? Sag denen, wir liefern Pizza. Martin, den habe ich den ganzen Abend lang vorbereitet. Ich habe nur gewartet, bis ein Täuschkörper-Spruch kommt, damit ich den loslassen kann. Den ganzen Abend den Pedal gehabt. Komm, bring was mit Täuschkörper, komm schon. Ich saß so davor, immer wenn was mit T kam, dachte ich so, ja. Dabei muss man dazu sagen, dass er vor der Aufnahme mir gesagt hat, sobald was mit Täuschkörper ist, sollte ich das mal erwähnen. Ja, ich musste das subtil ja ankündigen, damit auch irgendjemand mal was sagt. Aber nicht für hat lange gedauert, bis du mal irgendwie gefunden hast, das zu erwähnen. Griffin hat den richtigen ausgesucht. Also habe ich jetzt vorher Freigabe oder nicht? Nee. Schade. Du fliegst. Ja, wenn du einen direkt vor der Linse hast, kannst du den schon wegnehmen. Aber extra anhalten, dann bist du halt ein easy Ziel für die Raketen. Ja, anhalten tue ich nicht. Immer schön gerade aufgehen. Antworten Sie oder wir schießen. Das ist die letzte Warnung. Ich glaube, ich habe die schlechte Seite hier. Ja, du hast die schlechte Seite. Also, jetzt geht's gleich los, ne? Nach dem Checkpoint. Ja. Okay, dann gehe ich gleich ganz hoch, weil ich glaube, weiter oben ist besser wie ganz unten. Achso, es gibt Flugabwehr. Wir haben die halbe Unidad gerufen, um uns aufzuhalten. Nur das übliche, Kleiner. Festhalten. Es wird ungemütlich. Ausgleich, ich geh hoch. Der Beweis für das, was die Russen planen. Er darf nicht zerstört werden. Außerdem wollen wir nicht halb Bolivien verstrahlen. Oder uns. Schalten wir diese Hubschrauber aus. Alter, die Rakete ist halt im Anflug. Ich weiß nicht, ob ich da ausweichen kann. Du schaffst du. Du musst. Alter. Ich versuch's, Alter. Helikopter zum Sammelpunkt bringen. Alle auf. Ja, wo ist denn der? Weit weg. Da hinten. 2 Kilometer. So geht die Markierung so lang. Schall den ab. Hier den. Kann ich schneller. Jetzt bin ich lang. Der steht gerade aus roten Winkel. Der Alter, der macht uns voll fertig. Ja, vielleicht auf die andere Seite drehen, das sind 2 Schützen, weißt du? Ja. Yes! Was ist einer von den Gegnern? Ich weiß gar nicht. Hinter uns ist okay, der wieder am Bandflug. Gif! Ja, ich mach doch schon. Alter. Das Ding ist so unhandlich. Boah, da ist natürlich eine Basis. Ich glaube, jetzt haben wir sie abgehängt. Ja. Alter Latz. Jawohl, wir haben sie ab. Ach, Gott sei Dank. Mindestens 6 Mal dachte ich, das war. Oh, wir müssen aussteigen. Ich habe 7 gezählt. Gute Arbeit. Checken wir ein. Je schneller wir den Mist loswerden, desto besser. Gute Arbeit, Ghosts. Aber wir haben sie vom Schreibtisch weggekriegt. Bei all den Moskitos hier, ich fahre wieder zurück. Besser Moskitos als Bürointrigen. Ja, da ist was dran. Ich muss die Dekontaminierungseinheit kontaktieren, um die Ladung zu prüfen. Warum warten Sie mit Ihrem Team nicht drin? Okay.
Ich so mitten in der Bamba ist eine Treppe, ich find's echt gut. Hier ist noch eine. Der Rebellenaußenposten. Ja, siehst du die Schwuchtelfahne? Martin. Hey, Martin, ey, der macht sich bei Ghost Ring immer super beliebt, ey. Ja, schon. Immer politisch unkorrekt. So wie bei ihm. Ich kann nicht rein, wir sollen das. Wir müssen draußen bleiben. Der hat nicht für den Martin, genau, du darfst nicht rein. Schade. Ich hoffe, auf den kleinen Bruder aufzupassen, bereitet nicht zu viel Probleme. Können wir über was anderes reden? Irgendwas? Nomad, darf ich euch John Kozak vorstellen? Einen der schlauesten Kerle unter den Rekruten. Kozak? Schon von mir gehört? Ja, ein bisschen was über den Flurfunk. Aber nur Gutes. Ich bin froh, dass ihr Team hier einsatzbereit ist, Nomad. Wenn die Russen Wind davon kriegen, dass die USA involviert sind, wird es heiß in Washington. Was ich so von der Unidad höre, gibt es einen Machtkampf innerhalb der russischen Regierung. Sie konnten nicht sagen, für welche Fraktion sie arbeiten. Moment. Denen ging es nur um die Farbe ihrer... Aha. Wie viel? Mist. Wir haben ein Problem. Wo liegt das Problem? Probleme. Ein Teil des Pakets, das sie geliefert haben, fehlt. Was? Wie viel? Genug, um es nicht ignorieren zu können. Wir müssen es uns holen. Sofort. Ich sage das nicht gern, Sir, aber wenn Zeit ein Problem ist, sollten wir Bowman einschalten. Legen Sie los. Bowman, wir haben ein Problem. Wir haben eine Ladung Uran auf dem Weg nach Russland abgefangen. Aber es fehlt etwas. Ich muss wissen, was Sie wissen. Was? Davon höre ich zum ersten Mal. Treffen wir uns jetzt mit anderen Leuten? Das ist eine interne Ghost-Sache. Familie geht vor, verstanden. Ich hörte Gerede, dass Santa Blanca eine Lieferung zu einem Güterbahnhof in Inca Camina transportiert. Das könnte ihr Ziel sein. Danke. Ich schulde Ihnen was. Nein, ich schulde Ihnen nur weniger. Kozak, fahren Sie zurück zur Unidad-Basis und versuchen Sie herauszufinden, wo die Ladung hin ist. Nomad, bringen Sie Ihre Leute nach Inca Camina und folgen Sie der Spur. Okay für mich. Mal sehen, wer von uns zuerst Gold findet. Hey, das ist kein Spiel. Bleiben Sie wachsam und versauen Sie es nicht. Wir sehen uns im Ziel. Ja, ich sag mir immer, ich war damals auch so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Er ist der beste Techniker, den ich kenne. Ein echter Zauberer. Wir hätten ihn fast an Skelltech verloren, aber zum Glück hat er den Einsatz vorgezogen. Eine der jüngsten Ghosts. Normalerweise sind sie etwas reifer. Ich wollte sie nicht in Frage stellen. Das tue ich schon für uns beide. Der Kleine mag grün sein wie ein Kokablatt, aber sie werden sich noch wundern, wenn es um Soldaten wie uns geht. Ist er die Zukunft. Na, wenn er dann noch lebt. Hey, wir haben einen neuen Fallschirm bekommen. Cool. Future Soldier.